Hallo Leute, mein Name ist Gabax und ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von Factorio. Und wieder mit dabei ist der Lupus. Hallo zusammen. Ja, ich stehe hier jetzt gerade an dem Kupferfeld. Das hat den Hintergrund, weil ich jetzt erstmal in dieser Folge auf jeden Fall das Kupfer optimieren möchte. Wollte jetzt hier aber nochmal gerade Kupfer anschließen. Ja, du kannst mal kurz erzählen, Lupus, was du machen willst. Dann baue ich das hier gerade. Ja, wir haben ja in kooperativer Arbeit letztes Mal ganz viele uralte Fragmente hergestellt. Genau. Ich habe gerade noch offscreen noch mal kurz ein paar Erdsammler hier dazwischen gesetzt. Mittlerweile reicht das ohne Probleme. Und ja, Fahrplan ist. Genau. Fahrplan ist. Alle bitte einsteigen. Bahn anschließen. Ich habe gerade den Überblick vom Fahrplan zur Bahn gesucht. Okay. Den Übergang, nein. Hier den Bahnhof anschließen. Und ich habe gerade festgestellt, dass mir hier Wasser fehlt. Irgendwie ist hier nicht genug Wasser in den Ohren. Was die Dinger verbrauchen. Hier ist nicht genug Wasser in den Ohren. Ja, ich muss mal gucken. Ich werde mal irgendwie in den Pumpe Ohren, ne? Nicht genug Wasser in den Ohren. Was, du hast Wasser in den Ohren? Nein, nein. So, ich muss mal zusehen. Lichtbogenöfen, genau. Die brauche ich ja auf jeden Fall dafür, um hier Kupfer zu erweitern. Ja, das ist. Da war ja was. Okay, die können wir noch nicht bauen. Die müssen wir dann kaufen. Also, nee, wobei, nee, Moment. Also, die erweiterten Schaltkreise, die bauen wir auf jeden Fall. Das weiß ich. Wir bauen alles. Wir haben alles. Ja, ich muss nur gerade gucken, wo. Wo bauen wir die denn? Die sind da. Denn da. Nee, okay. Nicht da. Ich sehe leider da. Deinen Finger nicht. Da. Ich sehe deinen Finger nicht. Menno. Oh, Menno. Da steht doch Electronic Circuit Board. Electronic Circuit Board. Das ist südwestlich vom Öl, von deiner Ölproduktion. Südwestlich. Unter dem großen Kupferfeld. Ach da, Circuit Board out. Kohlefeld meine ich. Electric Circuit Board, ach da oben. Genau. Okay, das ist richtig gut bezeichnet hier, muss ich sagen. Das ist mir nur gar nicht aufgefallen. Sehr gut, danke. Sehr gut. Du machst dich richtig gut zu, für so einen Vorarbeiter. Hier, war das, okay, hier war ist. War das jetzt ein Kompliment? Ich bin mir da nicht ganz Es war gleichzeitig eine Beleidigung und gleichzeitig ein Kompliment. Ja, ja. Innerhalb der Beleidigung. Ja, die Beleidigung, naja, je nachdem, ob du es als Beleidigung ansiehst, Vorarbeiter zu sein. Und wenn du das sagst, das ist eine Beleidigung, dann beleidigst du gleichzeitig jeden Vorarbeiter. Naja, oder also überlege dir, was du sagst. Oder du willst mir einfach nur sagen, ich bin nicht schlau genug, um Chef zu sein. Naja, man muss nicht schlau sein, um Chef zu sein. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Nein, aber es stimmt. Das trifft also, wahrscheinlich auf manche zu. Das trifft ist tatsächlich zu, auf manche zu, ja. So. Dann brauche ich hier mehr Pumpen. Okay, ja, jetzt habe ich diese Circle Boards. Was brauche ich jetzt noch? Warte mal. Ich könnte theoretisch auch einfach neue Lichtbogenöfen kaufen, aber das wäre ja, glaube ich, zu einfach. Wobei ich dachte, du wolltest nichts mehr kaufen. Ja, genau. Wobei ich sehe gerade, ich habe ja Electric, also die zweite Stufe ja schon von den Lichtbogenöfen gekauft, diese komischen lilanen angestrichenen. Die hatte ich ja gekauft für zum Beispiel Stahl und auch Beton, oder was war das hier unten? Da wird ja gerade gar nichts mehr produziert. Was waren das? Ach, war das für Steine? Okay. Oh, hier wird kein Stein mehr angeliefert. Was? Wo? Unten haben wir ja die Ziegelproduktion. Die Steinziegelproduktion. Da wird kein Stein mehr angeliefert. Ja, weil wir da keine Steine mehr haben. Okay. Ja, und das sehe ich, aber. Ich habe das nie geändert, weil wir bis jetzt nie welche gebraucht haben. Okay. So, und. Müssen wir mal ein Steinfeld anschließen irgendwo. Genau, und ich werde mal. Ich habe ja, glaube ich, noch. Genau, ich habe hier diese fetten Bunker noch in der Tasche. Die werde ich hier mal bei der Kohle anschließen. Was? Bunker in der Tasche? Ja, ich habe Bunker in der Tasche. Da, du sonst ich mit da, dir rumschlägst? Rumträgst? Rumschläge, ja, genau. Ich schlag das mit mir rum. So, da werde ich jetzt einfach mal einen Bunker hinstellen und dann wird der die ganze Kohle von den Bändern nehmen. Jedenfalls bei der Produktion.
damit das mal hier alles abgebaut wird. Weil, was mir tierisch auf den Sack geht, ist, dass hier immer noch so stückweise Vorkommen quasi unter unseren ganzen Maschinen noch stehen. Das, also mitten in unserer Hauptbasis quasi. Ja, ich weiß, mal hier was so, du meinst. Also wenn ich jetzt hier mal, ich mache jetzt gerade mal die Karte auf, drück mal Alt, damit dieser Radius hier verschwindet. Und hier seht ihr es, hier ist zum Beispiel ein riesen Kupferfeld noch, was wir noch abbauen wollen. Hier ist noch Kohle. Hier ist noch, ich glaube, das ist Nickel oder Quarz. Nee, genau, das ist Quarz und das ist, glaube ich, Nickel. Oh, jetzt, oder wo du es gerade sagst, ich sehe gerade, dass eine Quarzfeld das abgebaut. Ja, genau. Und das ist alles quasi schon in unserer Hauptbasis. Das seht ihr ja. Da sind diese ganzen blauen und grünen, beigen oder was auch immer für eine Farbe das ist, sind ja überall alles voller Maschinen. Ne? Also das muss ja weg quasi. Das, weil ist auch gerade aufgefallen, dass andere Felder abgebaut sind, auch hier beim Eisen. Okay. Muss man mal umsetzen. Ja, ja, ich bin ja jetzt gerade dabei. Ich wollte ja jetzt eigentlich die Kupferproduktion verbessern. Die muss ich eh verstellen, also woanders hin. Ah, ich sehe gerade, ich habe noch Lichtbogenöfen Stufe 2 in der Tasche. Haha. So, jedenfalls muss ich das jetzt alles so ein bisschen umbauen, weil das viel zu eng ist da oben. Aber ich muss jetzt erstmal hier die Stromkabel nochmal bauen. Das ist nämlich ja auch noch eine Sache, die ich ja unbedingt machen wollte. Diese verbesserten, also die größeren Stromstationen bauen. Diese AEET. Warte mal, aber wie heißt die? Genau, AEET-Station. Die haben ja eine 60x60 große Versorgungsbreite. Die Dinger, die ich auch gerade da bei mir. Da. Nee, nee, die 24er, das sind die kleinen. Das sind die STA, ne? Genau, die ich dir dahingestellt habe, das sind die kleinen. Das sind die 24er. Und es gibt ja noch eine Stufe, die sind 60x60. Wow. Und okay. Genau, wow. Genau, das ist quasi, naja, nicht das Dreifache, aber zweieinhalb irgendwas, ne? 2,75 oder so und Fache. Und die brauchen allerdings quasi das Zeug, was du gerade produzierst, also diese uralten Fragmente. Jo, die werde ich auch, also jetzt nicht direkt, setzen, sondern nur indirekt. Weil ja, daraus produziere ich ja diese Quantum-Dinger. Bitte? Du brauchst die Dinger nicht direkt, sondern nur indirekt. Genau, ich brauche die indirekt, weil daraus diese Quantum, was auch immer, wie die heißen, gebaut werden. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Richtig, genau. So, hier sehe ich gerade noch, dass ich hier alte Stromkabel verwende. Das ist natürlich auf die Schienen. Altmodisch. Erstmal, ich wollte irgendeinen Bagger umsetzen. Schaufelradbagger. Dort bei die Tinplates. Ja. So. Das ist nämlich alles abgebaut. Strom einmal hier hin. So, dann wird jetzt ordentlich Kohle. Dann kann ich nämlich hier noch einen fetten Kohlebagger hinstellen irgendwo. Dann werde ich das mal ein bisschen verschieben hier. Ach, das ist alles hier noch. Oh, ich sehe gerade, das ist alles noch Kohle. Dann werde ich jetzt die ganze Kohle hier abreißen. Also werde ich jetzt quasi so ein bisschen Kohle optimieren und auch gleichzeitig dann die. Kupfer, meine ich. Mach das. Die Kupfer. Und, ey, das so. Kupfer. Da muss ich natürlich irgendwie hier die. Sehe ich gerade die Bänder wahrscheinlich ein bisschen umsetzen. Weil sonst kriege ich das hier nicht hin. Also hier. Geht das so? Ne, das geht so nicht. Das auch nicht. So, einmal so. Und, aha, das geht ja sogar. Lol. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So, dann machst du doch mal hier ein bisschen Platz. Blockieren die sich nicht gegenseitig? Ich weiß nicht, was du da machst. So. Ich probiere es einfach mal. Ob die sich jetzt blockieren, weiß ich nicht. Das wird sich gleich zeigen. Die brauchen erstmal Strom. Also, ich musste natürlich auch verbinden. Strom, so. Lol, das geht sogar, okay. Die blockieren sich nicht. Ist ja lustig. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das funktioniert. Was machst du da eigentlich gerade? Ich baue Kohle ab. Du baust Kohle, oh, geil. Damit hätte ich nie gedacht, dass du das schaffst. Du meinst, du hättest damit nie gerechnet? Ja, dachte ich doch. Weil denken kannst du ja nicht. Ja. Was? So, okay. Dann wird das jetzt fett abgebaut hier. Also nicht fett wird abgebaut, sondern. Das ist ja. Was? Genau. So, zack. Und dann mache ich das hier mit der Kohle oben auch nochmal. Und ich brauche hier unbedingt mal eine Lampe, eine große. Die stelle ich jetzt einfach mal hier hin. Wusch. Die bietet ja ein bisschen mehr Licht. Die hatte ich ja in den letzten Folgen auch schon mal gebaut. Sind deutlich besser als die kleinen, die ich sonst immer gebaut habe. Und hier oben ist kein Strom mehr. Das ist ja nicht so gut. Weißt du, was lustig ist? Ja.
Erde hat sich, nachdem ich hier noch so ein paar Erddinger dazwischen gesetzt habe, gestapelt. Also okay. Das hat sich richtig zurückgestaut. Jetzt habe ich die Wasserzufuhr optimiert. Jetzt ist gleich wieder keine Erde mehr da. Das ist schlecht. Das hatten wir doch das schon mal, das Problem. Ja. Aber nachdem die jetzt hier unten mehr Wasser kriegen, können die schneller produzieren. Ich werde jetzt hier schnellere Bänder hinlegen. Die blauen. Sonst reicht das nicht. So. Okay, das muss jetzt erstmal so reichen. Das machen wir erstmal alles kaputt hier. Kaputt mache ich dich. Alles machst du kaputt. Ja. Und warum? Weil ich es kann. Ach so. Okay, das ja, wird darauf gelegt. Hört sich egal an. So. Habe ich noch ein paar Steine? Ach, sogar ein Stein. Das höre ich ja jetzt erst. Die machen so ein komisches Rattergeräusch. Wer macht Rattergeräusch? Diese Schaufelradbagger. Ehrlich? Ja, die machen so klack, 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 klack. Okay, ist mir bis jetzt gar nicht aufgefallen. Ja, ist mir auch nicht aufgefallen, deswegen sage ich es ja gerade. So, jetzt hoffe ich, dass es ausreicht, dass die auch durchgehend laufen. Okay, hier läuft's. Ja, es geht, also es wird fast alles vom Band geholt. Der läuft natürlich nicht. Warte mal, dann schließe ich den da unten nochmal an. Noch passt. So. Dann müsste das eigentlich packen. Ne, es geht auch nicht, okay. Da kommt zu wenig Ärmchen. Dann mache ich, dann setze ich das wieder so hin und werde oben nochmal Ärmchen setzen. Habe ich denn noch blaue Ärmchen? Blaue Ärmchen, blaue Ärmchen, wo seid ihr? Nein, habe ich natürlich nicht mehr. Dass ich mal so viel Dreck produziere. Ja, hättest du auch nie gedacht, ne? Nee. Ja, hättest du das mal als Kind gekonnt. Da wärst du Weltmeister drin gewesen. Im Sandbogen bauen? Nee, im Dreck produzieren. Im Dreck produzieren. Genau. So. Da passt noch einer rein. Dann will ich dann noch einen Teiler hinsetzen, dass das hier nochmal nach oben läuft. Was, ein Taler? Ein Teiler. Jetzt hast du mich selber durcheinander gebracht. So, also, du hast doch Taler erst gesagt, deswegen habe ich Taler verstanden. Echt, habe ich Taler gesagt? Ich bin aber, du hast Taler gesagt. Du lügst, ganz klare Sache. Was? Ja. Du weißt mir das mal. Nö. So. So. Geht das so? Alter, wenn ich mir den Stromverbrauch angucke, ey. Da ist der Drill so mit Abstand. Pup, ganz oben, aber mit Abstand. Backen, was ist das denn? Legen die da jetzt was drauf oder nicht? Weil die bewegen sich irgendwie nie so ganz komisch hier. Da fällt mir ein, ich guck mir mal ganz kurz diese Dinger an. Meine Dieselkraftdinger. Laufen die denn noch oder sind die am Mucken? Hä? Hallo? Hallo? Achso, da leckt es gerade ein bisschen. Okay. Hört einfach nicht hin. So, ich hoffe, dass. Nee, das ist scheiße. Da muss ich mal. Nee, ich lasse es mit einem. Wird denn schon wieder kein Plastik mit? Hä? Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich hoffe, das reicht so. Was hast du denn hier gemacht? Nee, da kommt dann hier oben nichts an. Das kann doch nicht sein. Ich glaube, ich muss anstatt diesen Hackett, muss ich mal diesen normalen bauen. Die können wir noch gar nicht bauen. Oh, ist doch alles kacke. Oder ich nehme hier nochmal einen langsameren, dass der hier. Weiß nicht. Ist schwierig. Sag mal, Gabax. Ja, bitte? Bei deinem Öl hier stimmt irgendwas nicht. Wir produzieren gerade kein Plastik mehr. Okay. Da werde ich mal vorbeigucken. Da muss der Vorarbeiter kommen. Warte mal. Wo ist mein Flugzeug? Ich wollte eigentlich ja Kupfer das optimieren, ne? Grüne Bis Zeug jetzt habe ich nur Kohle optimiert. Das grüne Zeug produzieren wir. Das geht nach da. Das ist voll. Hast du geschaut, dass das da noch genau... Ah, wir haben kein Pet... Hast du geguckt, dass da noch genug Rohöl drin? Nee, Rohöl ist keins mehr drin. Nee, es ist kein Rohöl vor allem drin.
Es ist kein Rohöl drin. Ja, das liegt daran, weil ich das hier unten mal gekappt hatte. Weil die ganzen Tanks alle voll. Nee, die Tanks waren alle voll und die wollte ich ja mal erneuern zu anderen Tanks. Zu diesen, ach so. Na, deswegen, warte mal, dann reiße ich die immer ab. Das war gut. Das war schon geplant. Ja, ja, okay. Nicht, dass es jetzt irgendwann der Strom ausfällt. Ja. So, warte. Setz eben hier. Ich setz die mal kurz neu. Zack. Das war jetzt auch gerade Zufall, dass mir das aufgefallen ist. Ja, passiert. So. Passiert, sagt er. Setze ich 4 Stück. Ja, ich glaube schon. So, und dann brauche ich natürlich die Rohre. Die habe ich natürlich gerade nur nicht mehr in der Shortcut. Sondern. Rohre? Ich habe Rohre. Nee, passt schon. Geh weg. Geh weg. So, und. Server antwortet nicht. So. Zack. Jetzt sieht doch wieder gut aus. Moment, das läuft nicht. Warum läuft es nicht? Jetzt läuft es, okay. Läuft doch. Also der Tank. Ja, jetzt läuft's. Jetzt läuft's. Jetzt geht's. Ja. Okay. Wunderbar. Perfekt. So, also, und das Schöne ist ja, 4 Stück können mehr tragen als die 8, die davor standen. Und theoretisch kann ich noch rechts weiter auch noch mal welche machen. Also hier. Aber das mache ich nicht jetzt. Sag mal, ich hätte sonst noch eine Idee. Wir haben, da unten stehen noch 2 Tanks. Ja, genau. Wie wär's denn, wenn wir jetzt leer gepumpt. Ja, genau. Wenn wir aber den linken Tank über eine Leitung mit den linken großen verbinden und den rechten Tank über eine Leitung mit den rechten großen, dann pumpen wir über 2 Leitungen raus. Können wir theoretisch machen. Geht vielleicht schneller, als wenn das alles über eine Leitung geht. Ja, kannst du ja gerne machen. Ich werde jetzt aber wieder zurück zum Metall fliegen. Zum Kupfern. Das werde ich aber wahrscheinlich in der Folge gar nicht mehr schaffen. Was, da hinfliegen? Nee, hinfliegen schon, aber das optimieren. Deswegen werde ich jetzt das mit der Kohle erstmal zu Ende machen. Weil wo ich angefangen habe, will ich auch mal beenden. Also, ne? Weißt du schon, wie ich das meine? So. Beendest du was? Ich beende mein Leben. Nein, Quatsch. So, tu dir keinen Zwang an. Zack, Flugzeug habe ich noch dabei. Genau, die Rohre kann ich jetzt erstmal wieder reinlegen. Die kann ich da rüberlegen, weil die brauche ich dann noch. Die Speed-Modelle brauche ich nicht. Bunker brauche ich auch gerade nicht. Die Lämpchen brauche ich nicht. So, genau. Und dann haben wir hier, oh Gott, die ganzen Fließbänder sind alle voll. Okay, Metall, das läuft auch gerade nicht. Es staut sich hier. Ich weiß nicht, wie ich das lösen kann. Oder kann ich das... Ja doch, warte, ich weiß doch, wie ich es mache. Werde ich das jetzt hier so rüberlegen? Sehr schön. Ah, jetzt wird auch wieder Plastik produziert. So, der ist jetzt hierfür zuständig quasi. Und die 2 für da. Das müsste ja eigentlich reichen. Okay, die laufen jetzt. Ja, sieht gut aus. Dann ist hier oben auch wieder alles Paletti. Der läuft durchgehend. Der läuft durchgehend. Da fällt mir nur ein, my job is done hier, weiter geht's. Genau, ja, bei mir ist es jetzt gerade tatsächlich fertig. Und jetzt muss ich mal gerade gucken, wo das hier hinläuft. Wo läuft denn dieses Kupfer her? Kupfer, Kohle. Okay, die Kohle wird dann die kann ich dann danach abreißen, wenn ich dann Kupfer, das Kupfer, meine Güte, optimiert habe. Und hier läuft auch nochmal Kohle rum. Ja, ja, das brauchen wir für hier hinten, für die ganzen Sachen. Okay, aber das können wir doch auch theoretisch elektrifizieren, oder? Elektrifizieren? Ja, weil das Metallmixing vorne, da gibt es doch auch elektrische. Theoretisch, allerdings läuft hier oben noch das Kohleband lang für die Loks. Das können wir nicht kappen, sonst haben wir auf einmal ganz viele Loks. Ja, aber das kann ich anders legen. Ja gut, das... Das muss ja nicht hier quer durchschieben. Ja, doch, es muss. Nee, das kann ich deutlich besser optimieren, auch mit den blauen Dingern. Die Tunnel, die kann man ja viel, viel weiter legen. Und, ja, gut, oder... Da müsste man das hier alles... Oder, anbauen. noch schlauer, man legt hier einfach in der Mitte so einen fetten Bunker hin, macht den komplett voll, weil der Bunker kann ja mega viel speichern. Der kann ja hier, wenn du hier reinguckst, der kann ja... Ich weiß, welchen du meinst, den, ja. Der ist ja mega fett. Ja.
Und dass wir damit die beiden Loks versorgen. Die Frage ist nur, ob man das hier alles so umbauen kann, weil das könnte Platzmangel geben. Ja, wir haben ja genug Platz, deswegen können wir das eigentlich mal wieder großzügiger bauen. Das ist ja eh die Sache. Wir wollten ja eigentlich alles ein bisschen auffächern. Ich weiß, aber ich habe aber gar keinen Bock, das hier umzubauen, weil es gar keinen Sinn macht, das umzubauen. Ja, aber es reicht irgendwie, ne? Ja, eben. Ja. Gut, aber ich würde sagen, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Deswegen ja, sage ich, ne? Deswegen sage ich, wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr gerne einen Daumen da lassen und ja, schaltet einfach bei der nächsten Folge wieder ein. Also bis dahin. Tschüss. Tschüss.